Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute sprechen wir über Craig & Moore, eine der 6 Classic Malts of Scotland. Mhm. Sehr interessante Brennerei. Ich war leider noch nie dort. Ich habe die Speyside letztes Mal gemacht, aber Craig & Moore stand nicht auf der Liste. Es sind einfach so viele. Ja, du kannst sie nicht auf einmal. Ne? Die Sache ist, das war Speyside 1. Ja. So, der Craig & Moore ist ein besonderer Malt. Der wurde nämlich in die Classic Malt of Scotland Serie von den damaligen Besitzern eingebaut, eine von 6, die den klassischen schottischen Whisky darstellen sollen, und dieser hier stammt nur aus der Speyside. Und was ist an dem so ganz besonders? Ja, eigentlich nichts. Er ist eine Eisenbahn drauf. Ja, genau, die ist wichtig. Und zwar eigentlich nichts, weil er so wunderbar ausgeglichen, ausgewogen ist. Für mich ist einer der ausgewogensten Whiskys überhaupt. Und die Brennerei wurde 1869 gegründet, nämlich als die Eisenbahn am Spey entlang geführt wurde und man von dort aus jetzt den Whisky per Eisenbahn wegbringen kann. Die liegt sehr weit direkt am Spey, am Wasser, dort, wo die Eisenbahn dem Flusslauf folgt. Und ist also jetzt eine viktorianische Brennerei und hat damit nicht die, Warmtubs, diese hölzernen Gefäße außerhalb stehen, durch die diese Kupferspirale durchläuft, dem der Whisky dann, die Whiskydämpfe dann kondensiert werden. Nein, der hat aus Gusseisen riesige Wannen, in denen Rohre mit Krümmern drin liegen. Und das sind so dieser Übergang von dem Warmtubs zu den modernen Industriekondensatoren, sind diese aus gusseisernen Platten zusammengeschraubten Kühlbecken. Und die gibt es immer noch dort? Die gibt es immer noch dort, schaut super aus. Okay, muss ich unbedingt mal hinfahren. Ja. Also die muss man mal ablichten. Ja. Und ich fand ja die bei Dalwhinnie, die Warmtubs, waren ja schon auch schon, traumhaft, schon wahnsinnig, ne? Eine der Schwesterbrennereien von Craig & Moore. Genau. Mhm. Ich bin aber gespannt, also es hört sich für mich, also das, was ich hinten gelesen habe, hört sich für mich sehr stark nach Einsteiger-Whisky an. Sehr stark nach Einsteiger-Whisky. Und vom Preis her ist er auch einer der unter 30, Einsteiger-Whiskys. Unter 30. Mhm. Ja, bei uns, glaube ich, immer im Dauertiefpreis, oder? Ich glaube schon. Dauertiefpreis 29,99. Ja. Und von den Scottish Malt Distillers wurde dieser Malt 1920 bei den Blendern als A1 für Blending angesehen oder bewertet. Also Grand Cru für die Blender. Ja. Aber für die Blender, damit war es für diejenigen, die ihren Blend an Whisky daraus kreieren wollten. Das war genau. Ja, damals war die Zeit ja noch so, dass Single Malt im Grunde nicht angesagt war, sondern es gab nur Blends wie Johnny Walker. Also darf man hier nennen, weil es aus dem gleichen Haus ist. Genau. Wir machen ja in einem Video keine Reklame für andere Marken. Ne? Aber ja, und das hat sich dann irgendwann, was war es, in den 80ern, 90ern, hat sich das dann irgendwann geändert, dass jetzt dann irgendwann der Single Malt aufgekommen ist. Und du meinst 1980er und 90er. 1980er, ja. Und zwar die erste war die Ascot Cellar Collection. Mhm. Die war die Vorläufer von den Classic Malts of Scotland. Und da waren schon einige drin, die jetzt in der Classic, oder ein oder zwei waren drin, die in Classic Malt of Scotland drin waren. Und jetzt hat man dann die anderen genommen. Dann hat einer gesagt, wir schütteln so und schlenkern so und so. Ne? Ja, musst du ja verteilen, damit du was siehst. Es gibt zwei. Die einen machen das ganz ruhig und bedächtig. So, hier kannst du hinlegen, ja, und rollen. Ne? Und die anderen, die schütteln kräftig. Und das Schütteln bedeutet, du treibst die Alkoholdämpfe schneller raus. Ich finde aber nicht, dass es Schütteln ist. So wäre Schütteln. Aber ich bin eher ein, wie heißt denn das? Schwenker. Swirler. Schwenker. Ja, ein Schwenker. Aber ein flotter Schwenker. ich rieche ihn aber schon. Ja, ich rieche ihn auch. Ne? Mhm. In der Nase ein ganz, ganz typischer Speyside. Wundervoll, angenehm in der Nase mit leichten Toffee-Noten, mit einem etwas trockenen Eindruck in der Nase. Ich hatte auch gleich am Anfang eine Vanillenote drin. Die Nase ist für einen 40-Volumen-prozentigen vergleichsweise stark. Mhm. Also für mich erinnert es so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, es erinnert sehr stark an dieses britische Konfekt, diese Toffee, wie du sagst. Ich war da auf der letzten Speyside-Tour in so einem Outlet und die hatten dann auch so eine Fress-Süßigkeiten-Ecke und da gab es Honig und Toffee, ganz viel Toffee und diese Butterscotch und sowas, und das erinnert total an so einen Süßigkeitenladen, der schon sehr stark auf Karamell, Butterscotch und Toffee Wert legt. Also danach riecht's.
Ja. Gemischt mit ein bisschen Fruchtigkeit. Angenehm schön fließend im Mund. Die 40 Volumenprozente überfordern da, wie du sagtest, den Einsteiger nicht. Geht wunderbar auf die Zunge. Und ich habe als allererstes eine malzige Note. Jo, richtig malzig. Und ja, ein Hauch an Würzigkeit kommt hinterher. Nicht wirklich viel, aber so, dass er zeigt, ich habe mehr drin. Und das ist etwas, woran ich mich jetzt von meinen früheren Probieren des Craigmores nicht mehr so wirklich erinnere. Als hätten sie hier jetzt von der Fasslagerung ein Stückel mehr aufgerüstet. Also im Geruch fand ich ihn eigentlich schon ein Stückchen intensiv. Im Geschmack ist er wirklich das, was die Leute sagen, dieses zurückhaltend und leicht süß. Aber so, ja, so eine malzige Süße. Wenn man so ein Malzkorn probiert, das ist doch ein bisschen süß. Und ganz leicht hat man so eine phenolische, aromatische, ganz, ganz leicht räucherige Note am Ende. Aber sag mal, hat der PPM? Weil nee, ich hab's hier der hat auch keine, noch gelesen. Der hat aber keine PPM. Keine PPM, aber er hat. Aber das ist so. Es ist auch keine wirkliche Torfrauchnote, sondern irgendwo so ein. Das ist eine ganz leicht phenolische. Vielleicht kommt es vom Ausbrennen der Fässer. Na, ich weiß es nicht. Ja. Aber jetzt habe ich auch das, was du gesagt hast, dieses Trocken in der Nase. Jetzt, wo ich es im Mund hatte, ist dieses, riecht so leicht wie so ein ganz trockener Weißwein, so diese Note drin. Zusammen gemischt aber mit eben diesem Toffee. Also entweder liegt es dran, dass ich den jetzt lange nicht mehr probiert habe. Das ist der erste, ist, den wir heute vor der Kamera haben. Liegt auch immer dran, was man so macht. Er hat wirklich aus meiner Sicht mehr Eiche als die früheren Abfüllungen, die ich in Erinnerung habe. Also so ganz unterschreiben tue ich es nicht mit, oh, der ist total ausgewogen und er hat schon Geschmäcker drin. Er ist jetzt nicht einer der intensiven Whiskys, also er ist definitiv schön weich, rund, gut für Einsteiger geeignet und er hat halt diese schöne Malzigkeit. Also dann, das ist so ein typisches Ding, wo du merkst, so, ah ja, deswegen haben wir einen Malzwhisky. Genau. Und wenn jemand für seine Bar, für Einsteiger eine Flasche sucht und sagt, er möchte jetzt nicht die super teuren an die Einsteiger verschwenden, dann ist der mit seinem wirklich günstigen Preis, knapp 30 Euro, ist der. Und schön auch noch 12 Jahre. Genau. Machen doch immer noch ein bisschen was her, muss ich sagen. Ja. Also wenn du so einen Einsteiger hast, der sagt so, oh, 12 Jahre, gut für die Experten, die wissen halt, ja, 25 Jahre wird da exklusiver. Aber 12 Jahre, das ist mehr als eine Dekade, ne? Genau. Also, ja. Kopfrechen gut. So, das war's. Aber ich weiß nicht, hast du noch was? Nee. Gut, ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Wem es gefallen hat, wer auch mal Lust auf so einen Einsteiger-Whisky hat, schaut bei whisky.de im Shop vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.